Herzlich willkommen zu einer weiteren Spielevorstellungsfolge Android Spiele mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Ja Leute, macht euch auf eine ewiglich lange Folge gefasst. Diesmal unfassbar viele Spiele am Start. Wir fangen jetzt gleich mal an hier mit Katze im Turm, Cat in the Tower. Keine Ahnung, gucken wir uns mal an. Müsst ihr versuchen, quasi diesen Turm hochzukommen. Könnt euch immer irgendwo dranhängen. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus, das Teil. Cat in the Tower. Ja, gucken wir nochmal ein paar Screenshots an. Unten verlinkt im Video. Wenn es euch gefällt oder interessiert, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Hier haben wir das nächste Knife Crash. Auch hier gucken wir mal ganz kurz durch. Das sieht auch ziemlich strange aus, das Spiel. Und ist mit Sicherheit auch für die ein oder andere Runde ganz interessant. Auch unten verlinkt. Crowd Jump Early Access. Nächstes Spiel, was ich euch vorstelle. Achieve High Score. Hot Boiling Lava. Sieht auch relativ amüsant und witzig aus. Auch unten verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir hier Train Your Horses. Also hier geht es dann um Pferderennen. Da könnt ihr scheinbar eure Pferde dafür trainieren. Turn your prize horses, become the ultimate stable master, race horse, ranch simulator, pocket stables. Ja, der sofort hat er in GTA, macht ja momentan die ganze Zeit diese Pferderennen da und holt da richtig Kohle. Hier könnt ihr eure Pferde selbst trainieren und ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ein ganz gutes Spiel. Das hier habe ich selbst jetzt ausprobiert, werde ich verlinken. Hier. Trap Lab. Das sieht ziemlich crazy aus und ist mega, mega. Also am Anfang ist es noch super einfach. Da denkt man sich, what the fuck, was wollt ihr von mir? Aber Leute, ich schwöre euch, das Ding hat's in sich. Das macht einen total verrückt. Ja, ihr müsst immer von links nach rechts an die Tür kommen. In diesen Tower da sind dann Fallen platziert und alter Vater, das Ding, das ist echt crazy. Macht aber am Anfang denkt man sich nur, oh Gott. Aber es macht mit der Zeit richtig Bock. Und ja, man freut sich auch schon drauf, die nächsten Levels zu absolvieren. Auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte hier, auch verlinkt jetzt unten in der Beschreibung. Ziemlich coole Sache. Trap Labs. Dann haben wir als nächstes hier, oh, Edu Town's Light. Gucken wir uns das mal an hier. Did you hear? So, das hier. I was nervous. Nationwide tour. Well, I have lots of free time, so I travel around. Writing now visiting another domain. Hier kann man sich so eine kleine Stadt scheinbar aufbauen. Und oder Edo Towns. Jo. Also, wer Bock drauf hat, ein bisschen was in der Richtung zu machen. So, dann habe ich hier ein Spiel, Crystal Soul Arena, habe ich auch angespielt für euch. Early Access. Ein ziemlich interessantes Card Battling Game. CCG. Dann mache ich mal groß hier, damit man das überhaupt richtig sehen kann. Faction Units. Players play turns. So, create your deck. Ja, ist interessant hier bei dem Spiel. Da habt ihr dann rechts und links seht ihr ja die Lebensanzeige. Ihr spielt jeweils immer eine Karte von dreien. Und dann ja, müsst ihr versuchen, die Lebensanzahl des Gegners natürlich auf null runterzubekommen. Ist
schon eine ganz coole Sache. Der Typ hier, also was heißt der Typ? Das erste Spiel, in dem du den Spielern halt mit Entwicklern auf Twitch entscheidest. Nerfs, neue Karten, Spielmodi, hängt alles von dir ab. Also hier scheinbar sehr, sehr interessierte Spieleentwickler, die ja Bock darauf haben, mit euch zusammen dieses Spiel weiterzuentwickeln. Das finde ich gut. Das gibt es nicht oft. Und deswegen sollte man das auch unterstützen. Crystal Soul Arena, CCG, auf jeden Fall eine interessante Sache. Dann haben wir hier ein Memory-Spiel, Blackout Memory Game. Und hier, da würde ich wahrscheinlich Meshugge werden. Mein Hirn müsste sich mal wieder anstrengen hier. Das heißt, es ist so eine Art Memory-Spiel. Das werden hier die einzelnen Dinger im Vorfeld angezeigt und ihr müsst es dann nachbilden. Also wer die kleinen grauen Zellen mal wieder ein klein wenig auf Schwung bringen will, der sollte sich das jetzt hier anschauen. Blackout Memory Game könnte unter Umständen interessant sein. So, hier haben wir mal noch so ein paar Screenshots von dem Ding. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass ich mir das anschauen werde. Dann haben wir hier Roller Smash. Da müsst ihr mit dieser Kugel letzten Endes alles Mögliche auf diesem Spielbrett kaputt machen. Wie das Ganze genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Habe ich mir aber auch überlegt, ob ich das auch für euch einfach mal anzocken soll. Könnte auch ganz interessant sein. Dann haben wir hier mal wieder so ein Puzzle-Adventure-Spiel. Das nennt sich Mrs. Holmes, The Monster of Baskerville. So, und da haben wir hier diese schönen kleinen Puzzles und hier diese Wimmelbildspiele mit einer Story herum. Wer solche Puzzlespiele gerne spielt, ich denke, da habt ihr erstmal wieder ein bisschen was zu tun. Dann hier, das hier kann ich im Moment noch gar nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Werewolf Voice, Best Board Game 2019. Und ja, da gucken wir da mal ganz kurz in die Benotung. Also erstmal gucken wir hier mal rein, wie das da aussieht. Werewolf Voice. Wenn man sich dieses Video anschaut, da denkt man sich erstmal, was soll jetzt das hier sein? Ja, aber ich glaube, dieses Spiel könnte ganz interessant sein. Hier geht es irgendwie scheinbar darum, dass es eben eine Gruppe von Werwölfen gibt und dass es eine Gruppe von normalen Villagern gibt und die Werwölfe müssen die Villager austricksen und dann Play by Voice. So. Battle with Friends, könnte unter Umständen doch ein interessantes Spiel sein. Ich würde das echt gerne mal checken. Das sieht ganz witzig aus, der Fool, der Bodyguard hier. Also schon geile Bilder, die da gemacht wurden. Und wenn die Ideen im Spiel auch nur ansatzweise so cool sind, wie das hier die Grafiken sind, was stand denn hier alles? Join, 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 dann könnte das echt ein cooles Teil sein. Ja, auch unten jetzt verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir Heroes in the Sky Origins. Da haben wir hier ein, ja, quasi ein Flugsimulator, kann man nicht sagen. Das ist eigentlich schon mehr oder weniger so ein Actionspiel. Da könnt ihr mal ein bisschen rumballern, wenn ihr das mal, wenn ihr die Flugzeuge in Fortnite vermisst. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, aber dann auch mal fair gegen andere Flieger zu kämpfen und nicht nur die Leute, die da auf der Map rumlaufen, abzuschießen. Also könnte eventuell für den einen oder anderen von euch interessant sein, der die Flieger in Fortnite vermisst. Es werden wahrscheinlich nicht sehr viele sein, aber hier gibt es wenigstens mal eine richtige Herausforderung. So, könnte auch spannend sein, weiß ich jetzt persönlich nicht. Ich habe solche Spiele in der Vergangenheit auch schon gespielt und es hat mir richtig Bock gemacht, auch verlinkt unten in der Beschreibung. Dann haben wir Tales of the Orient, The Rising Sun. Das hier ist auch ein Geduldsspiel, das schauen wir uns mal an jetzt hier. Tales of the Orient, The Rising Sun. Mhm,
3 Match Modes. 100 Unique Levels. Mhm. Ah, da kann man das dann auch drehen, alles klar. Ihr müsst dann eine altertümliche japanische Stadt aufbauen mit dem, was ihr da gewinnt. Könnt ihr den Challenge Mode gewinnen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus für die Leute, die diese Match-Spiele gerne mögen. Könnte ich mir gut vorstellen. Macht mit Sicherheit auch Fun. Hier Sky Escape. Das ist so ein kleines Puzzlespiel. Watch the Traps. Sieht auch sehr angenehm aus, sage ich mal, um mal ein bisschen abzuspannen. Einfach nur ja, ein paar Aufgaben lösen. Sky Escape. Auch jetzt verlinkt unten in der Beschreibung. Wir gucken uns ein paar Screenshots davon an. Watch the Sky Guard, Customize, Figure, Challenge Mode, Gold Coin Mode. Könnte auch spannend sein. Jewel Stars, das nächste Spiel. Auch wieder so ein Matching-Spiel. Die Kugeln müssen hier alle die gleiche Farbe haben, dann verschwinden die. Und ist einfach mal so ein bisschen zum Zeitvertreib. Jewel Stars. Auch hier schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Bilder an. Und ja, auch unten jetzt verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir Battle Cube Dungeon. Auch hier ein Spiel, könnte eventuell für euch interessant sein. Für die Leute, die gerne Minecraft gespielt haben, Fight Many Opponents, Defeat Epic Bosses, Unlock Powerful Weapons, Learn Powerful Skills. Da gibt es solche Traps und es erinnert eben sehr, 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 sehr stark an Minecraft. Das ist auch so gewollt. Und ja, könnte auch interessant sein. Hier ein absoluter Knaller. Habe ich mir auch runtergeladen. Werde ich mir auch noch für euch anschauen und anzocken. Von Capcom. Mega Man. Mega Man ist ja schon so alt. Ja, es ist ja schon so alt. Es ist richtig krass. Mega Man X Dive. Und ist jetzt neu rausgekommen oder kommt jetzt neu raus. Brand new 30 Models, 30 Models Real RPG is coming. Und das sieht echt spannend aus. Also ich will dieses Spiel hier für euch auf jeden Fall anzocken. Mega Man ist cool. Habe ich früher sehr gerne gespielt. Auch verlinkt jetzt unten. In der Beschreibung haben wir Asteroids, auch das ein Spiel, was ich früher gerne gezockt habe. Allerdings waren die Grafiken damals sehr, 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 sehr viel, 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 viel schlechter. They are back and they are angry. Die Asteroids. Also Asteroids war ein Spiel, das seht ihr hier selber, da habt ihr, sind so Asteroiden rumgeflogen, da gab es dann auch Alien-Raumschiffe. Bei uns war das dann alles in einer Strichgrafik noch, nicht so schön buntig hier. 40 Levels of Classic Shoot'em Up Fun. Also ich habe das früher geliebt, heutzutage weiß ich noch nicht mal, aber es kitzelt bei mir schon wieder in den Fingerspitzen, wenn ich das sehe. Und da ist auch schon ein Alien-Raumschiff. Also auf jeden Fall könnte das sehr, sehr interessant und spannend sein. Das ist ja Pac-Man! Das ist ja Pac-Man da oben im Raumschiff. Ich werd bekloppt. Schon alleine das. Oh mein Gott. Die ganzen alten Helden hier. Super geil. Oh mein Gott. Donkey Kong. Asteroids Invaders. Coole Sache. Also muss ich wahrscheinlich auch nochmal anzocken. So, dann haben wir hier Battle Bouncers in der Beta-Phase. Early Access. Auch das schauen wir uns jetzt mal an, wie das ist hier. Um was geht's da überhaupt? Das. Okay.
sieht, also irgendwann erst im ersten Moment sieht es aus wie so ein Arkanoid-Ding, aber das hat damit nicht so wirklich viel zu tun. Wie man sieht hier, unten habt ihr die Figuren von euch. Battle Bouncers. Auch ein interessantes Teil. Also weiß ich jetzt nicht so wirklich. Müsste ich mal auch anzocken, um mir darüber ein Urteil erlauben zu können. Ich glaube, ich werde mir das dann auch noch runterladen. So, Panda Aircraft Combat. Destroy Your Opponents. Auch wieder so ein Top-Scrolling-Shooter. Sieht ganz, oh, ganz interessant aus. Oh mein Gott, da hätte ich auch Bock drauf. Habe ich auch früher sehr gerne gespielt. Trolls vs. Vikings ist das nächste Spiel, das ich euch vorstelle. The Trolls are back. Unlock Evolve Engage. Amazing Tower Defense Fun. Trolls vs. Vikings 2. Ja, sieht auf jeden Fall spannend. Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ich glaube, auch das muss ich einfach mal ausprobieren für euch. So, auch wieder unten verlinkt in der Beschreibung. Dann haben wir Mystery Trackers, The Fall of Iron Rock. Auch wieder so ein Adventure-Spiel mit solchen Puzzles und einer Story drumherum. Auch hier kommt ihr wieder auf eure Kosten. Sieht auf jeden Fall für die Puzzler unter euch sehr spannend aus. Dann haben wir hier Kill or Love. I looked down at my buddy. That's okay. Really, I'm sorry to hear that. Something wasn't right. I smelled different. Achtundzwanzigtausend Wörter über 2 Stunden. Kill or Love ist ein ja wie ein Roman, ja. Also kein richtiges Spiel scheinbar, sondern ein Roman, wo ihr euch angucken könnt. Eventuell auch das interessant. Neon Shapes, ein Puzzle Game. Müsste ich mir erstmal anschauen. 100 Puzzle Levels gibt es da. Ist auf jeden Fall 100% kostenlos für jeden. Und man kann dieses Spiel beenden, ohne auch nur einen Cent dafür auszugeben. Dann haben wir hier Blood in Roses. Schauen wir da mal rein. Shall we date? Okay. So ein Anime-Spiel hier. Alfred. Rupert, Jack, Daniel, Raymond, Bridget, Spade, auch die Katze hat einen Namen. Blood in Roses. So, hier auch nochmal ein paar Screenshots zum Anschauen. So, was haben wir denn da? Ja, I'll never let you go. Leave everything to me. You are all mine. Let me savor you. I'll show you a good time. Wanna make love? I'll never let you go. Ja, sieht interessant aus. Für mich jetzt weniger, ich bin jetzt nicht so der Manga-Fan. Aber für die Manga-Fans unter euch wahrscheinlich eher so ein Spiel für die Mädels. Eventuell interessant. Dann haben wir hier Puzzle Dom.
Das werde ich mir persönlich, ich habe es schon gesehen, dass es das gibt, werde ich mir persönlich runterladen, weil ich bin ein Fan von Puzzlespielen. Das werde ich mir geben. Auch verlinkt unten. Unknown Fate, das hier sieht sehr spannend aus, das Ding. Fantasy Violence. Müssen wir mal ganz kurz reinschauen. Das sieht echt mega cool aus. Sehr, sehr cool sieht das aus. Gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Hammer. Also sieht sehr, 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 sehr strange aus, dieses Spiel. Ich glaube, das werde ich mir auch mal runterladen, weil das sieht sehr, sehr interessant aus und das könnte wirklich sehr spannend sein, das Ding hier. Ich kann es im Moment nicht so wirklich beurteilen, aber es kickt mich. Es kickt mich, wirklich. Geile Grafiken. Interessant sieht das aus. Alter. Schon cool gemacht. Unknown Fate. Ja. Hier. Schauen wir nochmal da rein. Tauchen Sie ein in eine fantastische Geschichte. Finde und erlebe deine Erinnerungen. Löse Rätsel mit deinen Kräften. Erkunde außergewöhnliche Welten, aber pass auf die Gefahren auf. Hammer. Hammer. Geil. Sehr, 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 sehr interessant. Dann haben wir hier wieder Haunted Hotel Beyond the Page. Auch wieder so ein Clicker-Adventure-Game. Also die Grafiken, diese Abenteuerspiele sind echt schon cool gemacht inzwischen, ne? Diese kleinen Puzzlespiele. Hier haben wir etwas, was ich auch mir schon runtergeladen habe, werde ich mir auf jeden Fall genauer für euch anschauen, weil hier steht Awards Top 20, kann man hier, genau, da unten sieht man es. Top 20 Indie Games Showcase from Google Play Best Mobile Game Dev Gaming 2019 Best Indie Game Nominee Dev Gaming 2019 Excellence in Game Design Dev Gaming 2019 Tiny Room Stories Town Mystery. Hier geht es wohl um, ja, hier geht es um Verbrechen, Verbrechen auflösen. Und da sind dann wohl hier so, ja, so kleine Räumlichkeiten und da müsst ihr dann letzten Endes ja auf Puzzle-Art die Abenteuer lösen. Also auf jeden Fall super krass benotet worden. Tiny Room Stories, Town Mystery. Und könnte echt ein Knaller sein. Ja, dann habe ich das hier für euch angespielt, angezockt. Nine Lives. Tapper of the Year iOS 2016. Nine Lives, Tap Cats. Das hier habe ich für euch angespielt. Ist dann auch verlinkt oben in der Ecke. Sieht ziemlich crazy aus, das Ding. Und ja, für den einen oder anderen, vor allem für die Fans von Katzen, ein cooles Teil. So, da haben wir Chimeras, Heaven Falls Secrets. Auch wieder ein Puzzle. Klicker hier mit schönen Rätseln. Verlinkt unten in der Ecke. Doris Pop. Doris Pop. Ja, Szene, ein Spiellevel, neue Erfahrung. Das ist dann hier. Kann man da draufklicken? Kann man nicht. So. Ja, wer mal wieder total gestresst ist. Von Fortnite oder so. Hier gibt es ein Stress, Anti-Stress, eine Anti-Stress-App. Anxiety Relief Games, so. Das sind irgendwelche Relax-Spielchen. Kommt einfach mal wieder runter, wenn ihr total am Limit seid. Und dann haben wir noch als allerletztes Paranormal. Files, The Tall Man. Auch wieder so ein Puzzle. Also momentan unendlich viele Puzzle. Aber die Grafiken sind echt geil. Ziemlich viele Puzzlespiele in der Richtung. Und sieht mega interessant aus. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, wenn das ein oder andere Spiel dazwischen ist, das euch interessiert, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare.
Liked das Video, wenn ihr davon mehr sehen möchtet. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Spiele vorstelle. Auf Android, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.